Ich hatte einen Taufgottesdienst in der Haller Kirche. Die Familie sagte, wenn du möchtest, kannst du noch zu uns kommen. Wir machen eine kleine Grillparty und feiern die Taufe. Ich habe gesagt, ich komme gerne mit. Ich bin nach Hause gefahren, habe meine schicken schwarzen Sachen ausgezogen und habe dann gedacht, du könntest eigentlich gut mit dem Moped fahren. Es ist schönes Wetter. Ich dachte, nimm lieber deinen Kalender mit. Wer weiß, vielleicht sind noch irgendwelche Termine zu machen, steck ihn lieber in die Tasche. Die Familie wohnt in Versmold und so bin ich losgefahren, den Kalender hier in der Tasche. Als ich in Versmold ankam, tastete ich zuerst und fühlte, ob der Kalender noch da ist und der Kalender war weg. In dem Moment wurde mir bewusst, dass meine nächsten Wochen und Monate wahrscheinlich ein ziemliches Chaos werden. Alle Verabredungen, alle Termine stehen in meinem Kalender. Treffen mit Jugendmitarbeitern, Traugespräche, Taufgespräche. Alle anderen Termine. Wie würden meine nächsten Wochen und Monate? Ich bin nur ganz kurz zu der Grillparty gegangen, habe meine Not erklärt, einen kleinen Teller Nudelsalat gegessen und dann habe ich mich wieder auf den Weg gemacht. In Schrittgeschwindigkeit fuhr ich von Versmold raus über Bockhorst Richtung Bockelshausen. Meistens fuhr ich ganz links, um in den Straßengraben auf der rechten Seite zu gucken. Keine Spur von meinem Kalender. Mein Herz schlug immer doller und die Not wurde immer größer. Kurz vor Bockelshausen Bahnhof wehte ein Zettel über die Straße. Ich hielt an, lief hinter dem Blatt Papier her und sah, dass meine Handschrift auf dem Zettel war. Mir wurde bewusst, dass dies einer der Zettel war, die ich vorher in meinem Kalender hatte. Also musste der Kalender hier irgendwo in der Nähe sein. Tatsächlich, im Straßengraben entdeckte ich meinen Kalender. Das Unglaubliche ist, dass ein LKW drüber gefahren ist und man sieht den Abdruck des Reifens. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe. Es war unglaublich. Gerade noch war mein Leben total durcheinander und jetzt hatte ich meinen Kalender wieder und alles war wieder geordnet und geregelt. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht bin ich die letzten Kilometer nach Hause gefahren. Ich kam nach Hause und habe gesagt, ich habe meinen Kalender wieder gefunden. Und alle sagten, wir wussten nicht mal, dass der weg war. Als ich ein wenig später die Geschichte von dem verlorenen Schaf in der Bibel noch einmal las, habe ich sie noch mal ganz neu verstanden. Sie erzählt von dem Mann, der 100 Schafe hat und ein Schaf läuft weg. Er lässt die 99 zurück und sucht das eine Schaf, bis er es gefunden hat. Und als er es gefunden hat, freut er sich unglaublich. Er nimmt es auf seine Arme und er trägt es zurück zur Herde. Diese Freude des Mannes, der sein Schaf wieder gefunden hat, hatte ich erlebt. Dieses ist eine Geschichte, die Jesus über Gott erzählt. Und wenn Jesus über Gott spricht, dann ist es immer besonders wichtig. Es ist anders, als wenn wir Menschen über Gott sprechen. Jesus weiß, wer Gott ist. Und er sagt, so ist Gott. Er sucht einen verlorenen Menschen. Er sucht ihn und sucht ihn und sucht ihn, bis er ihn gefunden hat. Und dann trägt er ihn zurück zur Herde. Was für eine Vorstellung. Wie sehr muss Gott uns lieben, dass er sich so müht um uns und uns sucht. Ich weiß nicht, ob du dich schon hast finden lassen von Gott oder ob du weit von ihm entfernt bist. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, eine Tatze aus der Höhle zu strecken, damit er dich finden kann. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, nochmal einen neuen Schritt auf ihn zuzugehen, nochmal einen neuen Anlauf nehmen, ein Angebot der Gemeinde wahrzunehmen, um Gott es leichter zu machen, dir zu begegnen. Diese Freude, die er empfinden wird, wenn er dich findet, ist gewaltig und die Freude für dich, wenn Gott dich findet, ist auch oft sehr, sehr groß.